Wenn du eine Stanz- und Prägemaschine hast, egal ob du eine große Maschine hast oder so eine kleine, dann hast du bestimmt auch Prägefolder. Ja, und was machst du mit diesen Prägefoldern? Und ich habe mir gedacht, ich zeige dir heute mal ein paar coole Tipps, die du bestimmt noch nicht alle kennst. So, ich habe hier meine Stanz- und Prägemaschine dabei und eine ganze Menge unserer coolen Prägefolder. Die sind ja so doppelt für alle, die sie nicht kennen, praktisch positiv und negativ. Du packst einfach dein Papier da rein. Ich nehme jetzt hier mal ein Weiß. Das ist jetzt ein dicker Folder, ein sogenannter 3D-Folder. Dafür brauche ich dann nur die Basisplatte 1 und die graue Stanzplatte. Das gehört alles auch schon zum Lieferumfang. Also da, das hast du gleich bei deiner Maschine dabei, wenn du sie bestellst. So, dann drehe ich durch. Und fertig ist meine total tolle Prägung. Das lässt sich noch so ein bisschen steigern. Dafür nehme ich mal Blau, weil man das darauf noch besser sieht. Wenn du das Ganze einfach mit Wasser einsprühst, also ganz normales Leitungswasser, das ist hier unser kleiner Sprayer, den kennst du aus dem Katalog. Da ist ja wie gesagt nur Wasser drin. Und jetzt, ich mache das mal hier an der Seite, sprühe ich hier mein Papier mit Wasser ein. Und leg das Ganze jetzt nochmal in den Folder und drehe nochmal durch. Und die Prägung ist noch intensiver. Jetzt musst du es natürlich trocknen lassen. Ich lasse das in der Regel gerne in dem Folder eine Zeit lang liegen, damit es sich nicht verzieht. Wasser und Papier, weißt du, passt nicht so wirklich. Was kannst du noch machen? Super ist es auch, das habe ich auch schon einige Male gezeigt, wenn du den Folder einfärbst. Ich habe das hier schon mal drauf, ich habe es auch nicht wieder abgewaschen. Also ich habe hier jetzt einen kleinen Folder. Nehme unser ganz normales Stempelkissen, wisch da drüber und habe jetzt hier die Farbe drauf. Jetzt nehme ich mal, das wird ein bisschen zu klein sein, egal, zu groß sein, egal. Nur man sieht es dann sehr schön. Lege ich jetzt mal ein Stück Grundweiß. So, ich lege meinen Folder wieder auf die Basisplatte 1. Lege meine Platte 4, also die graue Prägefolie-Platte drauf und drehe wieder durch. So. Und du hast ein wunderschönes Motiv. Richtig toll. Aber warum sollst du dann nur Papier prägen? Probier doch noch mal etwas anderes aus. Und da habe ich mir ausgedacht, unsere kleine Süßigkeitenbox aus dem Saisonkatalog. Die ist weiß, von innen natürlich auch, von innen soll sie auch möglichst weiß bleiben. Aber warum nicht auch die mal einfärben? So, ich starte mit der Seite, wo die Lasche ist und lege das nur bis zu dieser Falz an, möglichst mittig. Schmier mich dabei natürlich ein bisschen ein. So, und jetzt mache ich genau das Gleiche. So, die erste Seite ist eingefärbt. Jetzt folgt die zweite. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt setze ich es zusammen. So, vorher wische ich aber noch mal hier über diese Klebestreifen, weil die nehmen die Farbe natürlich besonders an und zieht die Farbe aber nicht ein und
Von daher beschmiere ich mich natürlich schön damit. So, jetzt falte ich alles. Klebestreifen abziehen. Und du hast eine coole Box. Natürlich sind so einige Stellen wie hier, die ist jetzt weiß geblieben, aber da das gleichmäßig ist, macht das überhaupt nichts. Hier ist so ein kleiner Rand entstanden, auch der ist sehr gleichmäßig. Da kann ich jetzt zum Beispiel einfach ein Washi-Tape drüber kleben oder was du auch immer willst. Aber du hast eine super schnell und toll eingefärbte kleine Box. Natürlich lässt sich nicht nur normaler Farbkarton prägen, sondern auch wunderschön Pergament. Das kann ich nur empfehlen. Ich nehme mal hier diese Streublümchen und lege mir jetzt ein Stück Pergament dazwischen. Das ist auch wieder eine dicke Prägeform. Die braucht dann auch wieder nur die Basisplatte und die graue Prägeplatte. So, Pergament bricht, wenn man es so bearbeitet. Und ich brauche mal ein Stück Farbkarton vielleicht. So, und du siehst, wie wunderschön das geworden ist. Also das wird dann weiß. Du kannst das natürlich auch wieder einfärben, wie du das halt möchtest. Oder du gehst jetzt einfach ganz zart mit unserem Blending-Pinsel darüber, auch das wäre noch eine Möglichkeit. Also richtig, richtig toll. Also Pergament unbedingt mal ausprobieren. Natürlich kann man auch super Folien, also hier unsere Goldfolie, prägen. Auch das sieht richtig toll aus. Aber auch die kleine Maschine ist zum Prägen geeignet. Auch sie hat verschiedene Platten, mit denen du dann prägen oder stanzen kannst. So, hier habe ich die verschiedenen Platten und die kleine Stanzmaschine. Und da gibt es einmal die Basisplatte und natürlich die normalen Stanzplatten. Und das sind zwei Prägeplatten. Die hellgraue ist etwas dicker und die dunkelgraue etwas dünner. Erklärt sich also auch schon von selbst. Hier steht auch Verwendung mit 3D-Prägeform und das ist für die Standardprägeform. Ich nehme jetzt hier mal eine Standardprägeform. Wichtig ist natürlich, dass du dran denkst, so eine breite Platte passt dann natürlich nicht durch. Auch diese gehen nicht durch, also es gehen nur die schmalen durch. So, ich habe jetzt hier die Basisplatte 1, dann meine Prägeform mit dem Gold und die dickere Platte, also die Nummer 3. Und bitte immer ein bisschen versetzt drauflegen, so wie ein Sandwich, damit dein Teil das auch gut fassen kann. Und die Prägung ist der Hammer, oder? So richtig schön. Aber hast du schon mal die Fensterfolie ausprobiert? Das ist ja auch der Hammer. Ich habe jetzt hier die Prägeform mit dem Danke, Thank you, Merci, also alles rund um Danke und lege jetzt hier unsere normale Folie, die man zum Beispiel für Schüttelkarten nimmt oder so, mit rein. Und da war ich auch sowas von begeistert. Das muss man einfach mal ausprobieren. Also, ich habe hier wieder die Platte 1 und die dickere Platte, das ist die Platte 3. Wieder so ein bisschen versetzt, bitte. Also ich zeige das nochmal. Ich habe jetzt hier so, also die immer ein bisschen vorstehen lassen und die anderen nacheinander praktisch. Und jetzt guck dir mal diesen Spaß an. Ich lege mal was drunter. Ist das toll? Richtig schön. Also das finde ich ein obercooles Teil. Dir geht es bestimmt ähnlich. Und wenn man so tolle Sachen macht dann und es klappt so schön, dann überlegt man auf jeden Fall ich immer, was könnte ich denn noch machen? Was könnte ich denn noch Ähnliches in diesem Fall prägen? Und da
bin ich auf meine Lieblingsverpackung, auf diese kleinen Acetatschachteln gekommen. Und auch die lassen sich prägen. Cool, oder? Dafür habe ich wieder meine große Maschine, weil die nicht durch die kleine Maschine durchgehen. Also das ist jetzt wirklich nur für die große Maschine. Dafür nehme ich jetzt wieder diese Prägeform. Wir haben ja auch noch Hallo und Hello und alles Mögliche, aber ich nehme wieder diese Danke, lass die Form so zusammen und schieb jetzt das untere Teil in diese Form rein. Da ist halt das Problem, wenn ich das Oberteil nehme, so wie ich das normalerweise zusammensetzen würde, dann habe ich möchte natürlich dieses Danke ganz oben haben. Ich halte es mal so. Das klappt nicht. Ich zeige dir das mal. Also wenn ich das jetzt hier rein, dann stößt es hier gegen. Ich lege das Teil um. Also einmal umlegen. Jetzt lege ich die Form, das Unterteil, schiebe ich jetzt da rein, wo ich das umgelegt habe. Sonst ist das ja hier wieder zu lang. So, und jetzt kann ich hier schon sehen, ich nehme mal wieder was Farbiges, damit du es auch siehst. Also, das ist jetzt hier meine Box und mein Danke passt jetzt ganz genau da rein. Also, das positioniere ich jetzt so, dass es damit ich sitzt und klappt das Ganze jetzt zu. So. So, das ist jetzt keine 3D-Platte, sondern eine normale Stanzplatte. Würde halt auch durch die kleine Maschine gehen. Nur wie gesagt, die Verpackung geht nicht durch. Ich brauche jetzt nochmal die Adapterplatte 2, also 1, 2. Jetzt kommt mein Teil da drauf und die Platte 4. Und jetzt drehe ich durch. Dadurch, dass ich da so eine Verpackung drin habe, ist das natürlich ein kleines bisschen schwieriger. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht verrutscht, bin jetzt nicht verrutscht. Nein, alles gut gegangen. So, jetzt habe ich hier meine Verpackung fertig. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich halte noch mal hier was Farbiges drunter, richtig cool. Ich habe das Ganze auch nur auf die Unterseite gemacht, also auch das geht. Ich halte noch mal da was drunter, so. Dann brauchst du es nicht umbiegen. Und man kann zum Beispiel, also ich würde jetzt gar nicht was Farbiges mit reinpacken, weil das ist einfach so toll mit diesem geprägten. Ich habe jetzt einfach mal für Ostern schon mal ein paar Eier mit reingetan. Ich habe es auch ausprobiert hier mit den Punkten. Auch obersüß, oder? Total cool. Also das finde ich auch eine super, super tolle Idee. Kennst du unser Regenbogen-Glitzerpapier? Das ist ja an sich schon der Hammer, ne? Aber das stell dir einfach mal geprägt vor. Dafür habe ich jetzt hier diese Mauer genommen, also diese Prägeform mit der Mauer, immer wunderschön. Und ja, ein Stück aus dem Regenbogen-Glitzerpapier. Und auch das kommt jetzt da rein. Super schön. Das ist wieder eine 3D-Form, also einfach auf die Basisplatte und die graue Prägeplatte drüber. Und ist das wunderschön? Also da brauchst du wirklich nicht weiter. Nicht viel. Ich würde es jetzt einfach auf Schwarz aufkleben, einen kleinen Spruch drauf, vielleicht noch eine Blume oder was mir dazu einfällt. Und fertig ist so eine richtig tolle Karte. Auch mit Stanzteilen kann man super arbeiten. Ich habe hier mal ein paar Herzen. Wir haben ja diese beiden Herzstanzen hier mit glatt oder gewellt. Die sind in einer Packung. So, und die klebe ich jetzt mal wahllos auf das Papier. Wichtig ist, dass du sie wirklich gut aufklebst.
So, dann nehme ich mir eine große Schere und schneide jetzt von der Rückseite alles ab, was übersteht. So, jetzt sprühe ich das Ganze wieder mit Wasser ein. Also es muss natürlich gut trocknen hier. Und nehme mir jetzt die Prägeform Pariser Schnörkel. So, da packe ich das Ganze rein. Das ist wieder eine 3D-Prägeform, also nur die Basisplatte, die Prägeform und die graue Platte und einmal durchdrehen. Und ist das der Hammer? Sieht das cool aus? Das muss natürlich gut trocknen und so sieht es dann fertig aus. Oder auch mit Designerpapier geht es natürlich auch. Ist in diesem Fall nicht ganz so toll rausgekommen wie bei diesem. Aber du siehst, man kann so viele Sachen machen und ich hoffe, ich habe dir jetzt richtig Appetit und Lust auf das Prägen gemacht und wünsche dir ganz viel Spaß aus Quickborn und sage Tschüss!